Tippex-Fingernägel sind ja gerade ein Nagellack-Trend und es hat sich schon rumgesprochen, dass der Essence Wild Wild Ways ein sehr guter, deckender, weißer Nagellack ist. Ich habe mir den vor allem gekauft, um French Tips zu malen, aber auch ein bisschen mit ihm rumexperimentiert und dabei die Creative Tip Guides von Essence verwendet. Hier aber nochmal zu dem Nagellack, einmal in einer Schicht, dort ist er in zwei Schichten. Und hier mit einem matten Topcoat für den besonderen Tippex-Effekt. Hier ist ein Farblack in zwei Schichten, ganz normal. Und daneben mit dem weißen Lack als Unterlack, weil der ja auch intensivierend sein soll. Einen kleinen Unterschied sehe ich. Und hier noch mein Beispiel mit einem Glitzerlack drüber. Ich hatte die Vorstellung von einem grau-weißen Nageldesign und habe den Frozen Kiss von Essence als Basislack verwendet, außer am Zeigefinger, und wollte dann den Wild Wild Ways als Überlack nehmen. Mit den Creative Tip Guides habe ich dann ein bisschen rumprobiert, zwei Schichten von dem weißen Lack drüber gegeben. Und ich muss sagen, mir hat das Ergebnis nicht ganz so gefallen. Zwei Schichten waren eindeutig zu dick und der Kontrast nicht groß genug. Ich habe es dann ein zweites Mal mit dem El Corazon 423 als Basislack ausprobiert und hier nicht ganz so wild geklebt, sondern nur die Spitzen abgeklebt, dann eine Schicht von dem Wild Wild Ways drüber gegeben, außer am Daumen. Hier habe ich es genau umgekehrt gemacht und dann den Tipp nachgezeichnet und so hat mir das Ergebnis ganz gut gefallen. Aber ich muss schon sagen, dass ich Tippex-Fingernägel nach wie vor gewöhnungsbedürftig finde. Sie sind sehr auffällig und passen zu vielen Anziehsachen nicht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Vielen Dank fürs Schauen.